Hallo, es ist Karfreitag im Corona-Jahr 2020 und ich habe heute eine sehr ernste Nachricht für euch. Ihr werdet alle sterben. Ich auch und deshalb genieße ich mein Leben über Ostern auf dem Fontaneradweg. Und hier bin ich vom Schloss Oranienburg angelangt, wie schon einmal in einem meiner vorigen Videos. Da steht mein Fahrrad. Bescheuert in Oranienburg. Ich hatte schon mal das Problem, hier keine richtigen Wegweiser zu finden. So geht es mir jetzt auch mit dem Fontaneradweg. Aber ich bleibe am Ball. Wer sucht, der findet. Nach Gransee, da will ich heute hin. 47 Kilometer. So, ich habe nun Leute gefunden, die in die gleiche Richtung wollen. Mein Navi hat rumgesponnen, aber besser man fragt Leute. Alles geklappt, also. Ja, es hat alles geklappt. Das nächste, was kommt, ist jetzt Lassenheide. Und der Abschnitt von Lassenheide nach Dieschendorf ist gerade fertig geworden, vergangenes Jahr. Alles klar. Insofern haben wir Glück. Ja, super. Also ich folge jetzt ganz brav Richtung Schloss Liebenberg. Und dort werde ich bestimmt auch den Fontaneradweg finden, der mich dann nach Gransee führt. Da ja Ostern ist, meine Begleiter haben mich jetzt hier zu diesen Ostereiern geführt. Hätte ich ohne die bestimmt nicht gefunden. Wie das der Zufall wollte, bin ich vor der Kirche von Teschendorf gelandet. Ein architektonisch interessanter Bau und das Besondere daran, sie hat nur einen Zeiger in der Turmuhr. Und warum? Weil sich die Teschendorfer keinen zweiten leisten konnten. Noch eine malerische Kirche hier in Löwenburg. Ja, der nette Herr, der gerade mit seiner Tochter auch zum Schloss Liebenberg fährt, der ist anderweitig abgebogen und quasi ein Kollege von mir. Der ist Lokaljournalist beim Generalanzeiger und berichtet heute auch über diese Tour, so wie ich es auch tue. Naja, ich hoffe, dass ich den Fontaneradweg dann wiederfinde ab Liebenberg. Ich bin auf dem Fontaneradweg. Liebenberg 7,2 Kilometer. Na endlich. Und jetzt habe ich eine richtige Fahrradstraße. Kann man irgendwann im Wald auch mal Pipi machen und Mittagessen. Ich habe Hunger und hier ist mein Restaurant. Im Essen habe ich heute ein Trendrezept aus dem von mir hochgeschätzten Postillon ausprobiert. Nudelsalat mit Klopapier-Croutons. Das war natürlich ein Scherz. Dies ist Udon-Nudelsalat mit Tofu, frischen Frühlingszwiebeln, Karotten, Paprika, Shiitake-Pilzen, Knoblauch, Tomaten, also lauter gesunde Sachen. Bei meiner Mutter gäbe es heute traditionell Kartoffelsalat, aber ich bin rücksichtsvoll und gefährde keine Risikogruppen. Ich habe auch zu den Leuten vorhin Sicherheitsabstand gehalten. Trotzdem seid wachsam, was ihr in den Medien lest und glaubt nicht alles. Gestärkt geht's weiter. Am Picknickplatz haben jetzt auch gleich zwei Wanderer Platz genommen. Na, endlich ein See! Wo lang? Ah, scharfe Kurve. Vorsicht! Wow, es ist schön!
bin so fasziniert von den Baumwurzeln, wie die gewachsen sind. So, hier in Löwenberg ist auch ein Fontaneort. Nach links geht's nach Gransee zu meiner Station. Bei der Kirche war ich heute schon. Auf dem Dach sitzt ein Storch. Viel Gransee erreicht. Eigentlich wäre das der Ort gewesen, wo ich übernachtet hätte. Da ich aber wie alle Menschen hochinfektiös bin, geht das gerade nicht. Ich fahre zurück nach Berlin und morgen früh mit dem Regio zurück nach Gransee und dann folgt die zweite Etappe. Wie geplant. Bis morgen.